Happy Birthday to you. Herzlichen Glückwunsch an alle Leute, die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Heute ist Donnerstag und ich spiele Days After und ich weiß noch nicht genau, was wir spielen, aber wir werden es gleich sehen. Viel Spaß. Okay, ich habe mir einmal überlegt, wir machen einmal hier die Brücke fertig. Dann nach der Brücke laufe ich einmal offline zu den Sheriff. Danach werde ich einmal den Abwurfpunkt machen. Und dann werde ich noch einmal die Schatztruhe wieder machen. Das gleiche wie letzte Woche am Donnerstag, glaube ich, war das. Zwar brauche ich auch noch die Mine, brauche ich auch noch. Jetzt brauche ich halt gerade sehr, sehr viel Holz. Ich könnte auch die ganze Zeit das hier durchjagen, aber nein. Wir machen erstmal das. Dann da. Und dann hier später die Schatztruhe. Also dann viel Spaß bei den drei Szenarien. Okay, da sind wir und starten einmal hier. So. Haben wir hier alles kaputt hauen. Zack. Zack. Ah, meine Hose ist kaputt. Kein Problem. Hier gibt es doch bestimmt irgendwo eine andere Hose. Nee, hier nicht. Oh, das sind Rehschuhe. Die sind noch heile. Ransneaken. Und bam. Weg ist er. So, haben wir schon mal das Fleisch für die Hunde. Ach, noch mehr Fett. Ich brauche kein Fett. Schon wieder fett. Ich kann aber das mal probieren. Hose. Aber Schuhe, Level 3. Nice. Oh, meine Brust ist kaputt. Eine gute, schöne Brust. Niederschuhe. Und down ist er. Mal looten. Eins, zwei, okay, down ist er. Ich wollte gerade drüber rennen. Brust und Hose. Wieder nichts. Ich muss was trinken. Komm her, Hündchen. Zack, mitgenommen. Eingesteckt. Einmal in der Tasche rein. Der Hund. Ach, eine Mütze. Ich brauche keine Mütze. Noch nicht.
Hier. Schuhe. Dreimal Schuhe. Dreimal Schuhe. Keine Hose. Ach, wieder nicht. Gut, wir haben noch irgendwo ein Reh hier rumlaufen. Das müssen wir noch suchen. Dann haben wir alles down. Wo ist es? Hat mich gesehen, das Reh. Von vorne gesehen. Zack. Hammer. So, das war eine schnelle Runde. Jetzt einmal kurz um die beiden Kisten und Taschen und Autos durchwühlen, mitnehmen, was wir mitnehmen können, damit wir gleich nicht mehr so viel tragen müssen. Rucksack voll. Ah, von der Seite. Die Holzbretter brauche ich gleich. Ich muss mir noch einen Bogen herstellen. Ich habe nur die Pistole und wenn ich gleich zum Dingens gehe, zum Abwurfpunkt, möchte ich die Pistole nicht verballern. Ich möchte lieber mit dem Bogen dann schießen. Da, ja. Gut, ich überlege gerade. Okay. Und dann bis gleich beim Abwurfpunkt oder Schatztruhe, eins von beiden. Okay, jetzt sind wir bei der Schatztruhe und jetzt mal schleichen. Was für eine ist das da? Okay. Weiter schleichen. Okay, Mama. Mit der Keule fertig. Doch kommen hier die leichten Gegner. Okay, das ist auch leicht. Komm her. Ein bisschen weglocken von den anderen. Ah, Mist. Komm her, komm her. Okay, das reicht. Zack, weg ist er. Immer ausgenockt. Okay, die Truhe ist da hinten. Komme ich so nicht hin.
komm her, komm her. Okay, das schaffe ich. Zack. Supi! Aber meine Waffen sind ein bisschen knapp jetzt gerade. Aber das werde ich noch schaffen. So, einmal den Schatz ausgraben. Mal es mit direkt mitnehmen. Die kann man gleich verwenden. Zack. Müsste ja gleich schon wieder hier fertig sein. Ach, den haben wir so. Einmal Verbandzeug. Weil ich fahre hier schon wieder fast bei 100. Bob, dich werde ich erschießen. Obwohl. Marv, dich werde ich schlagen. Ah. Bin ich gerade hier vorne hängen geblieben. Sogar noch beinahe gestorben noch hier. Meine Güte. Ich darf nicht sterben. Ich habe danach noch den Kontrollpunkt. Nee, Abwurfpunkt. Kontrollpunkt. Na ja, komm her. Okay. Und down ist er. Zack. Irgendwie wackelt das Bild ein bisschen hier. Für einen Wolf heulen. Zack. Und das war's. Oh, Beine rausgerannt. Perfekt. Das war alles. Alles eingesammelt, alles gelootet. Ich hätte gar nicht die Dingens benutzen brauchen, die Geschenke, aber egal. So sind es bei mir in der Leiste drin. Gut, nächste, der Abwurfpunkt ist gleich. Okay, wir sind wieder hier angekommen bei den Abwurfpunkt. Einmal anwenden, zack. Jetzt schnell kaufen, wir brauchen 3 davon. Diesmal hier von 6 müsste reichen. Ganz easy, ganz leicht. Zack. Dann bauen wir einmal hier alles auf.
Okay. Ausrüsten mit dem Bogen. Und dann starten wir alles. Ich bin bereit. Zack. Zack. Einmal hier alles abschießen, was hier ankommt. Nice. Das sieht gut aus. Wir lassen einfach hier alles kaputt gehen, wenn was kaputt geht, egal. Eieiei, das hat gesessen. Okay, alles geschafft. Halbes Leben verloren. Bisschen was kaputt gegangen, glaube ich, aber alles im grünen Bereich noch. Naja, außer die Hose und die Schuhe. Wer braucht denn Hose und Schuhe? Nichts mehr? Nur drei kleine Truhen? Schade. Schade, schade, schade. Was ist in der großen drin? Tasche fast voll. Ja, ja. Also, gebrauchen kümmere ich mich. Ich weiß nicht, wofür ich die Diamanten brauche. Habe ich noch nicht gefunden, wo ich sie einlösen kann. Wofür brauche ich die Diamanten? Da habe ich 5 Stück in der Basis. Also ich könnte noch mal das machen. Und das war's. 560 Münzen habe ich. Könnte ich davon wieder 3 kaufen. Davon 3. Ist ja egal. Also ich würde erstmal sagen, das war's für heute. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr aber nächstes Mal dabei seid. Bis dann, viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.